Wie ein Fähnlein im Wind kann einem der Markt manchmal vorkommen. Man wundert sich, Mensch, mal geht's hoch, mal geht's runter. Aber tatsächlich folgt das Ganze doch einem, sagen wir mal, typischen Kursmuster. Im Moment ist das Kursmuster nach unten wieder gerichtet. Wie das denn? Jetzt ging's doch so schön nach oben. Tatsächlich, die letzten Wochen waren wir von Aufwärtsmärkten gesegnet. Das ist ein gutes und ein schönes Zeichen gewesen. Aber wir haben die Hälfte des deutlichen Abverkaufs wieder wettgemacht. Und das ist eigentlich ein Klassiker, dass der Markt dort zumindest erstmal strauchelt. Nachdem wir relativ zügig jetzt nach oben gekommen sind, ist zumindest mal davon auszugehen, dass der Markt die Hälfte dieses letzten Aufwärtsarmes wieder wettmacht, vielleicht sogar die Hälfte der gesamten Aufwärtsbewegung und dann möglicherweise sogar noch darüber hinaus. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ich persönlich gehe ja sogar davon aus, dass wir das Tief, was wir jüngst gesehen hatten, noch deutlich unterschreiten werden. Dow Jones bei 15.000 ist aus meiner Sicht schon fast gesetzt. Das ist also nichts wirklich Außergewöhnliches, womit man nicht rechnen kann. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Für heute allerdings erstmal liegen wir bei vielen Indizes, beim Dow Jones, beim DAX beispielsweise, schon mal deutlich hinten. Fast 2% habe ich ebenso wahrgenommen. Und dementsprechend ist das schon ein bisschen eine Andeutung dieser Bewegung, die jetzt möglicherweise uns noch ein gutes Stück weiter nach unten bringt. Zumal die Bewegung bis jetzt sehr, sehr dynamisch vonstatten ist. Also wir sind sehr schnell runtergelaufen, sehr zügig runtergelaufen und dementsprechend können wir jedwede Korrektur nach oben, jede Bärenflagge in dem Fall, also so ein bisschen leicht schräg nach oben verlaufend, Bewegung nutzen, um anschließend uns nochmal nach Short triggern zu lassen. Denn wie gesagt, das Potenzial für weiter fallende Kurse scheint groß zu sein. Das muss noch nicht sofort losgehen, denn es kann auch sein, dass das eben noch nicht folgt, dass wir jetzt relativ schnell erst nochmal wieder nach oben kommen und quasi nochmal ein kleines neues Hoch eben ausbauen. Das kann auch noch 2-3 Mal so passieren. Deshalb ist es unbedingt wichtig, beides abzuwarten. Die scharfe Abwärtsbewegung, cool, die haben wir jetzt gesehen. Und dieses wackelige Aufwärtsstück, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig rum zeige für die Kamera, aber ich denke, das ist relativ einleuchtend. Wer diese Videos schon ein paar Mal geguckt hat, kann das ein bisschen nachvollziehen. Solange dieses Muster oder diese beiden Muster ineinander greifen, ist jeder Trigger auf der Abwärtsseite zumindest mal potenziell der richtige. Keine Sorge, nicht jeder davon wird erfolgreich umzusetzen sein als Händler, aber die Vielzahl derer auf jeden Fall schon. Starke Abverkäufe haben wir beim Öl gesehen. Das ist nochmal deutlich unter $20 Crude, also WTI sozusagen. Das amerikanische Rohöl brennt ebenfalls, aber Crude Oil, WTI ist unter die 20er Marke gekommen. 6-7% ungefähr im Minus. Also das beflügelt den Markt ebenfalls nicht und offensichtlich ist hier der Boden noch nicht gefunden. Ich hatte ja schon eine Chance gesehen, aber man hatte eigentlich nicht wirklich eine schöne Trigger-Situation. Es gab schon die eine oder andere, da konnte man dann auch schon mal falsch liegen. Das kann schon passieren, aber wie gesagt, insgesamt gesehen noch nicht das Zeichen für die Wende nach oben. Das muss man einfach zweifelsfall mehrmals versuchen, wenn man sieht, ah, okay, ich sehe eine Chance, ich versuche es einfach mal. Und wenn es nicht ist, rausloppen lassen, einfach nochmal neu machen. Also, in allen Märkten kann man fast sagen, also das Bild war schon beeindruckend, fast alles, ich glaube, alles war rot, was ich da heute gesehen habe. Alles auf der Abwärtsseite unterwegs, nichts wirklich mit Kraft und Stärke unterwegs. Dementsprechend die Shorties, die scheinen im Moment die Hosen anzuhaben und die sind sehr short. Aktuell zumindest mal sieht es so aus. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute. Liebe Grüße, toi toi toi, bis bald.